Ich bin der Nils und ich lehre Informatiker. Informatiker müssen immer die Übersicht haben, dass alle Computer am Netzwerk richtig funktionieren. Die Informatiker programmieren, was der Kunde sich wünscht, bis das Resultat stimmt. Ich bin der Pedro und ich lerne Konstrukteur. Der Konstrukteur sucht nach technischen Lösungen, entwickelt und erstellt Bauteile und Baugruppen am CAD. Um die Funktion und den Einbau eines Prototyp-Bauteils zu gewährleisten, stehen im modernsten Technologien zur Verfügung. In der betriebseigenen Montage kann der Konstrukteur seine erstellten Bauteile direkt vor Ort am Flugzeug kontrollieren. Ich bin Jan und lehre Anlagen- und Apparatebauer. Der Anlage- und Apparatebauer lehrt verschiedene Techniken, um das Metall zu verarbeiten. Dazu gehört das Schweißen von Konstruktionen und das Vernieten von Flugzeugstrukturen. Dazu lehren sie, die verschiedenen Teile zu montieren, wie zum Beispiel die Seitenflosse von einem PC-12. Ich bin der Vincenzo und ich lehre Produktionsmechaniker. Nachdem das Programm fertiggeschrieben ist, wird es an die CNC-Fräsmaschine übermittelt. Nach der Überprüfung des Werkstücks, der Werkzeuge und des Werkstück-Nullpunkts kann die Maschine gestartet werden. Nach der Bearbeitung wird das fertige Werkstück kontrolliert. Ich bin Janel und ich lehre Polymechanikerin. Ein Teil der Basis- und Schwerpunktausbildung ist die CNC-Bearbeitung an modernen Maschinen. Die Lernenden dürfen auch im Treibwerk mitarbeiten. Weitere mögliche Schwerpunkte sind die Flugzeugmontage und der Flugzeugunterhalt. Ich bin der Florim und ich lehre Logistiker. Der Logistiker ist ein Dienstleister. Er bearbeitet und befördert Güter rund um den Flugzeugbau. Von der Entladung eines LKW, dem Bearbeiten und Einlagern von Gütern bis hin zur Kommissionierung. All diese Aufgaben gehören zu der Ausbildung eines Logistikers. Sie sind verantwortlich, dass die richtigen Güter zur richtigen Zeit und in der korrekten Menge am Zielort eintreffen. Ich bin Frasin und ich lehre Kunststofftechnologin. Mit Hilfe vom Laser wird der Insert an der richtigen Stelle platziert. Kunststofftechnologen produzieren diverse Glasfasern und Carbonbauteile im und rund ums Flugzeug produzieren. Das Teil ist fertig eingelegt und wird jetzt im Autoklav ausgehärtet. Der Autoklav arbeitet mit Druck und Hitze.
Bauteil ist jetzt fertig und parat für den nächsten Arbeitsschritt. Ich bin Tanja und ich lehre Industrielackiererin. Alle Teile müssen vor dem Lackieren behandelt werden, damit eine optimale Oberfläche für den Lack entsteht. Grössere Bauteile grundiert der Industrielackierer von Hand. Und die Sicherheit geht vor. Zum Lackieren gehört eine richtige Schutzausrüstung dazu. Für kleinere Bauteile benutzen wir den Roboter. Am Ende der Ausbildung können die Industrielackierer unsere Flugzeuge selber lackieren. Ich bin Nino und lerne Automatikmonteur. Der Automatikmonteur lernt die elektrischen und mechanischen Grundlagen. Während der Ausbildung rotieren sie durch verschiedene Abteilungen, wie zum Beispiel die mechanische oder elektrische Vormontage, wo aus Einzelteilen ganze Flugzeuge entstehen. Mit der Zeit wechseln die Automatikmonteure als Flugzeug, wo sie dann verschiedene Systeme einbauen, zum Beispiel Geräte im Cockpit. Ich bin Fabian und lerne einen Automatiker. Bevor der Automatiker in die Endmontage kommt, durchläuft er die gleichen Abteilungen wie der Automatikmonteur. Hier werden alle Systeme korrekt eingestellt und getestet. Störungen werden lokalisiert und behoben. Während seiner vierjährigen Ausbildung begleitet der Automatiker die Flugzeugproduktion von der Installation vom ersten Draht bis hin zu der Übergabe an Pilot. Ich bin der Manuel und ich mache die kaufmännische Ausbildung. Die KV-Lernenden arbeiten im Hintergrund und kümmern sich um alle administrativen und organisatorischen Aufgaben. So haben sie die Möglichkeit, einen sehr tiefen Einblick in den Beruf und das Unternehmen zu bekommen. Das macht die Ausbildung abwechslungsreich. Ich bin Nick und ich bin in der Ausbildung als Gestalter Werbetechnik. Der Gestalter Werbetechnik tut beim ersten Schritt der Flugzeuggestaltung die Idee von Hand skizzieren. Anhand der fertigen Entwürfe wird das Design am Computer digitalisiert. Nach dem Senden des Auftrags werden die Daten geschnitten oder gezeichnet. Zum Schluss werden die notwendigen Warn- und Informationsmarkierungen direkt am Flugzeug gemacht. Das Logo wird als Negativschablone aufgeklebt und dann lackiert. Willst du helfen, das Flugzeug mit uns herzustellen? Dann melde dich jetzt für eine Schnupperlehre bei der Pilatus an.